Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem YouTube-Kanal. Sheldred 2. Sheldred 1 haben wir bereits gespielt. Das 2er hat es jetzt mittlerweile auch zu mir geschafft. Ist relativ frisch draußen das Ganze. Also noch gar nicht so alt. Momentan ein bisschen was über die Version 1.0 hinweg erst. Ein bisschen gepatcht haben sie es mittlerweile schon. Und wir werden uns das Ganze jetzt einmal angucken. Sheldred ist dem einen oder anderen Zuschauer meines Kanals bereits bekannt, denn wir haben den ersten Teil bereits ein paar Mal gespielt. Unter anderem das letzte Let's Play, was tatsächlich gerade noch läuft, während ich das hier aufnehme. 100 Tage Überleben im Bunker, da kommt nächste Woche nämlich die letzte Folge erst. Und genauso werden wir das Ganze hier auch machen. Wir werden 101 Tage Überleben im Bunker, hoffe ich zumindest. Wir werden das nämlich einmal so probieren. Das heißt, ja, bis wir Tag 101 erreicht haben, würde dieses Let's Play lang gehen. Je nachdem, vielleicht auch länger, je nachdem, wie viel Spaß das Ganze natürlich auch macht. Der erste Teil war schon wirklich sehr, sehr gut und ich habe wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Mochte allerdings auch sehr diese Pixel-Art-Grafik, beziehungsweise Pixel-Grafik, die es eben war. Jetzt haben wir das Ganze in 3D mit ein paar neuen Optionen allen drum und dran. Der Inhalt bleibt auch das gleiche. Wir sind in einem Bunker, den wir ausbauen können. Wir ziehen los und suchen Ressourcen. Mit diesen Ressourcen bauen wir den Bunker weiter aus und so weiter und so fort. Ein paar Neuerungen sind drin. Und wir werden uns das Ganze jetzt einmal angucken, wir werden das Tutorial spielen, was es gibt und wir werden uns jetzt einen neuen Spielstand erstmal anfangen. Ich werde versuchen, zwischendrin noch ein bisschen was zum Game selber zu erzählen, aber am Anfang werden wir sehr viel durchs Tutorial tatsächlich erschlagen werden. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt auf das Game, wie es sich denn so spielt. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. So, wir suchen uns einen Spielstand aus, wir können übrigens bis zu 30 Spielstände anlegen. Ich finde das ein bisschen überdimensioniert, aber okay. Spielstand braucht einen Namen, Pipi. Wir sind sehr kreativ, was das angeht. Unglaublich kreativ. Schwierigkeitsgrad. Normal. Wir haben noch schwierig, Hardcore. Und wir haben Schwierigkeitsgrad einfach. Wir spielen mal auf normal. Das sollte machbar sein, da ich den ersten Teil bereits gespielt habe. Und das auch relativ erfolgreich. Mäßig. Schutzraum, Ressourcen. Starte das Spiel mit der Standardmenge an Nahrung, Wasser, Medizin und Herstellungsmaterialien. Das passt, glaube ich, soweit reichlich. Ja, nee. Komm, wir lassen das alles mal auf Standard. Einbruchshäufigkeit gelegentlich, wird alle 10 bis 20 Tage wird der Schutzraum überfallen. Das ist auch völlig ausreichend. Tatsächlich wurde ich in meinem alten Let's Play ein einziges Mal überfallen, also im ersten Teil ein einziges Mal überfallen, hatte mich an die Zähne bewaffnet und dann sind die gleich wieder gegangen. Das war ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Vielleicht diesmal besser. Mal gucken. So, Fraktion erstellen, das ist schon mal neu, das gab es im ersten Teil nicht. Fraktionsname. Boah, das ist jetzt hier, ja komm hier. Zombie. Ich meine, wir spielen Apokalypse-Spiel, dann heißen wir Zombie-Army. Ganz einfach. Wir können eine Flagge wählen. Wir können allerdings auch natürlich random einfach was auswählen. Mir ist es tatsächlich relativ egal, was wir für eine Flagge haben. Man könnte sich hier jetzt stundenlang austoben. Übrigens auch mit den Charakteren unter anderem. Hier das Logo können wir beispielsweise ändern. Wir nehmen mal den Totenkopf. Hier können wir lustige Punkte und Strichchen. Oh, nein, Blitze. Und lustige Blitze mit dazu machen. Muster. Ja, Flaggenmuster. Ja, komm hier, schwarze Flagge mit gelbem Totenkopf. Warum nicht? Warum eigentlich? Ja, komm hier, Piratenflagge. Warum nicht? Eine Fraktion mit einem einfachen Ziel. Machtübernahme. Sie wollen über... Was? Fraktionsbiografie. Ach, wär's ernsthaft? Ich kann... Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Ich kann jetzt eine eigene Biografie für meine Fraktion erstellen. Wir werden das so lassen. Das ist tatsächlich ein bisschen arg übertrieben. Okay. Dann müssen wir einen Fraktionsanführer auswählen. Okay, wir können Name wählen. Name ist der Anführer. Ah, bitte. Das ist ja wohl selbstverständlich. Nachname ist Gaming. Das wäre ein cooler Nachname. Es gab tatsächlich mal eine, die hat bei einer gewissen Castingshow mitgemacht. Die hieß Batman. Wurde aber Batman geschrieben. Das wäre so geil. Aber ich glaube, die war schon vergeben. Und ich auch. So, Körper, wir können einmal männlich, weiblich wählen. Wir sind männlich. Wir können die Hautfarbe... Yay, Hillbilly schlechthin. Okay, wir können die Hautfarbe wählen. Ja, komm. Wir sind jetzt nicht ganz so braun. Bin eher tatsächlich eher so Marke Vampir. Bisschen aber geht. Standardgesicht, wir haben bis zu 9 verschiedene Gesichter. Okay. Es wäre hilfreich, wenn er nicht dauernd nach oben gucken würde. Ja, komm. Relativ wurscht. Augenfarbe... Habe ich tatsächlich eine Blau-Grün-Mischung? Wir nehmen mal Blau. So, Haare. Soll jetzt kein Ebenbild übrigens von mir sein. Nicht erschrecken. Ich sehe ungefähr zwar so aus, aber besser. Hoffe ich. So, lang mit Scheitel.
Die Mütze wäre cool, wenn die Mütze weg wäre, tatsächlich. Was? Kappe nach vorne. Cowboy. Nichts. Ist tatsächlich ganz hilfreich, wenn man versucht, Haare auszuwählen. Mittlerweile eigentlich mehr grau wie alles andere bei mir. Glatze, nö. Doch, das hier geht eigentlich. Machen wir auch ein bisschen grau. Augenbrauen-Typ. Oh Gott, man kann... Also, tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie... Also, zumindest im ersten Teil, wie gesagt, das war alles Pixelgrafik. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das hier ist, wie genau wir hier aussehen. Ich nehme mal an, eher nicht so wichtig. Deswegen gehen wir hier mal direkt durch. Kappe nach vorne, Cowboy. Ja, komm, wenn... Wenn schon, denn schon, aber wenn, dann bitte auch in schwarz. Gesichtsbedeckung. Pilotenbrille. Ein Tuch. Brille. Okay, wir können uns natürlich auch hier den einen und anderen bekannten Schauspieler aus einer gewissen Serie zusammenbasteln, so wie es aussieht. Okay, Kleidung. Torso, ja, wir können Hemd mit verschiedenen Farben. Ich würde mal, ja... Das passt jetzt nicht wirklich. Das hat eigentlich schon ganz gut gepasst, tatsächlich. Komm hier. Schwarz. Schwarz. Turnschuhe. Ja, von mir aus. Das passt eigentlich soweit. So, jetzt kommt der wichtige Teil. Also, das ist tatsächlich relativ irrelevant, was man da nimmt, glaube ich. Ich muss mir jetzt nicht unbedingt mit meinem Charakter identifizieren können. So, wir haben Statuswerte, die wir vergeben können. Wir können, A, können wir Statuswerte selbst vergeben. Wir haben Punkte zur Verfügung, die wir dann verteilen können. Wir können allerdings auch ausgewogen beispielsweise nehmen, können uns dementsprechend stark machen. Stärke bestimmt tragbares Gewicht. Unbewaffneten Schaden, welche Nahkampfwaffe ausgerüstet werden können und so weiter und so fort. Dann haben wir geschickt, Rundenreihenfolge im Kampf, Wahrscheinlichkeit, Angriffe abzuwehren oder ihn auszuweichen, welche Fernkampfwaffe ausgerüstet werden können. Wahrscheinlichkeit, Fremde erfolgreich zu rekrutieren, Chance, positive Beziehungen aufzunehmen und so weiter und so fort. Wie viele Gegenstände beim Durchsuchen gefunden werden? Oh, okay, Wahrnehmung ist ganz wichtig tatsächlich. Zeit, um Fallen zu entschärfen. Maximale Haltbarkeit hergestellter Objekte, Qualität hergestellter Gegenstände. Also wenn wir craften wollen eher mit dem Charakter. Und hier Gesundheit, Strahlungsresistenz, wie lange eine Krankheit andauert. Tapferkeit. Was hat denn Tapferkeit mit Gesundheit zu... Okay, keine Ahnung. Gut, wir nehmen auf jeden Fall irgendwas mit Stärke wahrscheinlich. Also ich würde eher mich selbst als den Looter, also mich eher tatsächlich in die Wüste schicken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und eher auf Loot-Tour schicken und so weiter. Das heißt, wir ziehen uns mal die Inlig. Wir sind jetzt nicht die hellste Birne. Charisma, wir sind jetzt auch nicht der freundlichste Mensch auf diesem Planeten, aber wir sind zumindest, wir sind stark, wir haben eine relativ hohe Gesundheit, wir haben Haltbarkeit, brauchen wir nicht, Wahrnehmung, ja, ich würde schon eigentlich gerne Wahrnehmung, wobei die relativ gut verbessert werden kann, wenn wir viel durch die Gegend laufen. Ich würde tatsächlich eher auf stark, unbewaffneten Schaden, Gewicht, das wir tragen können, spielt anscheinend eine Rolle. Früher gab es Gewicht nicht, sondern es gab nur Plätze, die wir belegen konnten. Also eine maximale Anzahl an Plätzen, die man mit dem konnte. Gewicht völlig irrelevant. Wir haben 5000 Steine mit uns umschleppen können. Das war egal, solange die zum Tag gepasst haben. Wahrscheinlichkeit geschickt. Machen wir auch mal 4. Auch einen Punkt, den setzen wir mal noch in Tapferkeit mit rein. So, dann haben wir Eigenschaften, die wir auswählen können. Man sieht schon, es gibt eine ganze, ganze Menge Eigenschaften. Wir haben insgesamt Eigenschaftspunkten 5, die wir vergeben können. Wir kriegen beispielsweise auch, wir können uns Minuseigenschaften geben, wie beispielsweise langweilige Gespräche mit diesem Charakter erhöhen die Müdigkeit sofort um 5. Können wir uns beispielsweise geben. Wir wollen mit niemandem reden. Also so kann man sich seinen Charakter zusammenbauen. Bodybuilder, der Anführer, beginnt mit einer garantierten maximalen Stärke von 20, inkompatibel mit schwach. Ah, okay. Man kann jetzt nicht schwach nehmen und Bodybuilder beispielsweise. Einnehmend, Sauberkeitsfanatiker, was haben wir noch? Scharfsinnig, der Anführer beginnt mit einer garantierten maximalen Wahrnehmung von 20. Okay, das heißt allerdings, ich hätte alle Punkte aus Wahrnehmung beispielsweise rausnehmen können. Könnte die hier reinstecken. Fäuste aus Stahl. Was benutzen wir Schaden mit den Fäusten? Gewandtheit, der Anführer beginnt mit 3 plus Geschicklichkeit. Fragil. Genie, Kampfkunst, dieser Charakter verursacht 25 mehr Schaden mit allen Nahkampfwaffen. Oh ja, das nehmen wir. Dann haben wir noch 2 Punkte zu vergeben. 7 geborener Killer ist ausgegraut. Achso, weil wir nicht genug Punkte haben. Dieser Charakter verursacht 25 mehr Schaden mit allen Waffen, inkompatibel mit Kampfkunst. Wow, okay, 7. 50% mehr Schaden, das ist viel. Dass Angriffe auf diesem Charakter keine Wirkung haben. Ach, ich habe gerade 100. 100 wäre natürlich cool. Grillmeister,
Oh, das würde passen. Ihr sagt, er erhält den doppelten Nährwert, wenn er Fleisch isst. Außerdem erhält er jedes Mal einen positiven Stimmungseffekt. Okay. Der Anführer braucht keinen Schlaf. Unermüdlich. Wow, eigentlich... Nö, muss nicht sein. Stark, der Anführer beginnt mit 3 zu Stärke. Gute Grundlagen, der Anführer beginnt mit den doppelten Statuswerten. Oh, minus 5. Okay, gar nicht schlecht. Robust. Charmant. Topfit. Es ist plus... Ah, okay. Plus 3. Pro Runde 2 Zusatzpunkte Ausdauer. Wie wichtig Ausdauer ist, werden wir noch sehen. Talentiert. Die doppelten Fähigkeitspunkte. Ich würde mir gerne tatsächlich irgendwas mit 2 noch... Gemüsefan. Oh, Gottes Willen. Ich mal geschenkt. Grillmeister. Wir werden leider, glaube ich, nicht so viel Fleisch, sondern eher auf Konserven gehen. Ich weiß nicht, ob die dazu zählen. Sauberkeit. Charakter im Schutzraum haben eine Chance. Nee, ich würde gerne eher sowas nehmen wie scharfsinnig. Wahrnehmung von 20. Das heißt... Wir haben... Okay, wir können jetzt nicht weggehen, weil wir minus 1 ausgleichen müssen. Das heißt, wir müssen... Charakter für ein seltener Gespräch, wenn der Anführer anwesend ist. Ja, da wir dauernd versuchen, weg zu sein, ist das okay. Und wir können jetzt dann den Statuswert. Das heißt, wir haben hier eine maximale Wahrnehmung von 20, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Der Anführer beginnt mit einer garantierten maximalen Wahrnehmung von 20. Inkompatibel. Das heißt, wir können uns hier tatsächlich einfach die Wahrnehmung rausstreichen. Und können die Punkte beispielsweise in Stärke und in Geschicklichkeit investieren. Weil wir beginnen mit 20, maximal Level 10 bis 12. Ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. Kann das sein? Maximal Wahrnehmung von 20. Wir probieren es mal. Wenn es falsch ist, ist es jetzt nicht so wichtig. So, das Ganze abschließen. Wir können das jetzt tatsächlich für 3 Charaktere nochmal machen. Werden wir nicht ganz machen. Wir werden auf Mitglied einmal gehen. Es aussieht, ist relativ Wumpe. Name auch relativ Wumpe. Wir gehen einmal auf die Statuswerte. Verstört. Geschicklichkeit, Intelligenz ist eigentlich ganz gut. Er bleibt unser Reparatur-Heini. Dann haben wir noch die Eigenschaften. Hier sind die Eigenschaften jetzt um einiges geringer, wie man sieht, wie die vom Anführer. Ein geringer Appetit hilft, die aufgenommenen Essensmengen zu reduzieren. Dies kann eine wichtige Rolle spielen, wenn die Essensvorräte im Schutzraum knapp sind. Nahrungsrationen stillen den Hunger besser. Perfekt. So. Christine... reinlich. Beim Essen und Herstellen wird kein Müll produziert. Kleiner Appetit. Tiefer Schlaf. Die Müdigkeit sinkt. Geschicklichkeit. Fertigt und repariert schneller. Wir gucken mal ganz kurz auf ihr ausgewogen. Nee, brutal, wohlerzogen, gebildet würde ich bei ihr nehmen. Sie ist unsere Reparaturspezie. Ist übrigens relativ irrelevant, was wir hier nehmen. Wir können die Charaktere in-game ausbilden. Zumindest war das im ersten Teil so. So, dann sagen wir einmal, starte. Möchtest du das Tutorial? Ja, gerne doch. Tipp. Die meisten grundlegenden Herstellungsmaterialien können an der Werkbank hergestellt werden. Du kannst dort auch Gegenstände zerlegen. Seit dem Eldokanal sind 20 Jahre vergangen. 6 rivalisierende Fraktionen dominieren das Ödland und kämpfen um Ressourcen und Territorien. Nun ist eine neue Fraktion aufgetaucht, die der Welt Frieden bringen wird. Wir begleiten diese Fraktion, deren Führung gerade das perfekte Hauptquartier gefunden hat. Einen verlassenen unterirdischen Schutzraum. Heisenberg lässt grüßen. Tutorial. Willkommen zum Tutorial von Shelter 2. Hier wirst du mehrere Szenarien durchspielen, um zu lernen, wie das Spiel funktioniert. Die Ziele jedes Szenarios werden oben links angezeigt. Erfülle die Ziele, um das nächste Szenario zu... Okay, die deutsche Übersetzung hat wieder sehr gelitten. ja. Wir können es auf Deutsch spielen, aber es werden Fehler drin sein und es wird auch vor allem falsche Informationen drin sein. Das war im ersten Teil übrigens auch schon so. So, was wir zuerst mal machen, ist das Spiel pausieren. Das können wir nämlich machen. Wir können nach vorne spulen, wir können pausieren. Das gab es auch schon im ersten Teil. Dann beschäftigen... Huch, okay, das ist die erste... das ist cool. Das ist die erste Neuerung. Wir können tatsächlich mal auf unseren Schutzraum zoomen. Wir haben, ich sehe schon, das wird wieder wahrscheinlich irgendwie Luftreinigung und so weiter. Oh, wir haben auch hier ein bisschen mehr Platz. Wir können auch mit WASD hier dementsprechend... Oh ja, das ist sehr schön, mit WASD steuern. Wir schauen uns jetzt erstmal um und werden erstmal feststellen, was haben wir zu tun. So, wir haben Tag 1, es ist Frühling. Wie gesagt, Ziel ist es, 101 Tage zu spielen. Wir haben 10 Grad Oberflächentemperatur.
Sauerstofflevel im Schutzraum 100%. Das ist sehr schön. Kraftstoff haben wir 4, Gelagernahrung 70 und Wasser 48. Notizbrett, Rauminformationen, Glossar und Optionen. Bedürfnisse prüfen. Überprüfe die Bedürfnisse eines Charakters auf seinem Avatar-Profil. Okay. Peter? Ah, Mist, ich hab mein... Hä? Hab ich mich nicht PP Gaming genannt? Bin verwirrt. Doch, hab ich, oder? Hab ich nicht meinen Namen vorne eingegeben? Gut, Peter, warum nicht? Alle deine Fraktionsmitglieder haben Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen, um sie am Leben und bei Laune zu halten. Du kannst die Bedürfnisse deiner Charakters auf der linken Seite seines Profils in den unteren Ecke Bedürfnisse, die rot... Ja, okay. Das ist klar, also wir haben Hunger im Moment. Automatisiert. Automatisiert, automatisiert. Okay, können wir das entautomatisieren? Anscheinend nicht. Details verbergen. Ach, guck mal. Okay, überprüfe die Bedürfnisse eines Charakters auf seinem Avatar-Profil. Haben wir getan. Okay, wir müssen das Spiel erzählen. Okay, wir können... Ich halte mal zwischendrin trotzdem an. Ich bin eher ein Freund davon, am Anfang langsam zu machen und wirklich alles erstmal anzugucken und mal zu gucken. Wähle Peter... Wähle Peter aus und lasse diesen Charakter etwas essen. Wähle Daniel aus und lasse Charakter etwas trinken. Wähle Christine aus und lasse diesen Charakter etwas trinken. Okay. Trinken, das sind die Wasserfässer hier. Da haben wir Wasser gespeichert. Übrigens, wir haben 3 Stück davon. Oh. Ah, okay. Das erste ist nur... Oder? Wieso haben wir 3? 90? Wahrscheinlich gibt jedes 30, könnte ich mir vorstellen. Und wir haben insgesamt 48. Aber wieso kann ich die anderen nicht anklicken? So. Christine soll was trinken. Ah. Okay, dann können wir aufs nächste... Ah, okay. Ich kann nur immer eins anklicken. Vielleicht ist das so im Tutorial so. Wir werden sehen. Und hier, Peter möchte was essen. Das hier ist das kleine Vorratsregal. Speisekammer öffnen. Speisekammern lagern Lebensmittel. Die Temperatur des Raumes beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der deine Lebensmittel verderben. Kälte verlangsamt es, während Wärme es... Oh, okay. Das ist tatsächlich neu. Das gab es nicht. Es gab keinen Einfluss auf die Lebensmittel, also die konnten nicht verderben, Konserven waren ewig gehalten. Jede Speisekammer ist ein eigenes individuelles Lager, wähle deine Arbeitssymbol neben dem Titel. Um den Namen zu ändern. Okay, Pop-Ups lassen wir mal so, wie es ist. Das ist eigentlich ganz hilfreich. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Nahrung in verschiedenen Qualitätsstufen. Das hier ist Qualitätsstufe 1, so wie es aussieht. Nahrung 40, im Besitz 30, Handelswert 5, Gewicht 1, Zustand 100%. Okay. Haben wir schon irgendwas, was hier weniger Zustand ist? Alles 100%. Das hat aber einen Stern und manche haben 2 und manche haben 3 Sterne. Okay. Essen. Essen ist mal eins mit 1 Stern. Gut. So, unsere Charaktere werden jetzt das tun, was wir ihnen aufgetragen haben. Sie machen das auch. Man kann die Charaktere automatisieren, dass sie selbstständig Dinge erledigen. Ich weiß nur noch nicht... Ja, okay, noch können wir es wahrscheinlich nicht ändern. So, wenn jetzt fertig gegessen ist, können wir gleich wieder... Automatisiere die Bedürfnisse von mindestens einem Fraktionsmitglied. Du kannst deine Fraktionsmitglieder anweisen, ihre Grundbedürfnisse automatisch nachzugehen. Öffne das Notizbrettmenü, um dies einzurichten. Ah. Mit dem Notizbrett kannst du die KI deiner Fraktionsmitglieder kontrollieren und eine Liste aller Objekte im Schutzraum anzeigen. Du kannst die Automatisierung der Bedürfnisse der Mitglieder ein- und ausschalten, indem du Häkchen an dem entsprechenden Kästchen setzt oder entfernst. Das Objektmenü enthält detaillierte Informationen wie den Stromverbrauch und die Haltbarkeitsstufe aller Objekte. Verwerfen. So, Peter darf trinken, essen, Toilette benutzen, schlafen und duschen. Darf er. Daniel darf das auch und Christine darf das auch. Okay, Objekte, Zisterne, Zustand 76. Okay, müssen wir reparieren, wird aber wahrscheinlich eh gleich im Tutorial abgefragt. Der Rest ist eigentlich bei 100%. Okay, wir haben also hier eine Art Übersichtsbrettchen. Automatisiert haben wir doch. Okay, dann... Achso. Nicht automatisiert? Automatisiert. Nicht automatisiert? Automatisiert. Wieso ist da ein roter Haken? Ah, okay, für alle... Sehr schön, das erspart das Klicken. Bedürfnisse wird automatisch, wenn gelb 50%. Bedürfnisse wird automatisch, wenn rot 50%. Wird automatisiert, wenn rot 75%. Ah, okay. Entweder bei 50% sollen sie was essen und was trinken oder bei... Ah, okay. Ja gut, dann natürlich bei rot. Einmal bitte. Rot reicht mir. Sehr schön, das haben wir erledigt.
Repariere die Zisterne an der Oberfläche, repariere die Wasserreinigung im Schutzraum. So, wo haben wir denn Christine? Haben wir hier. Christine hat schon mal eine Gasmaske auf. Ich weiß nicht, wie es mit Verstrahlung ist. Tatsächlich war das ein sehr großes Thema im ersten Teil. Das hier ist die Zisterne. Reparieren. Rechtsklick können wir dann auswählen. Reparieren. Und wir können hier mit... Wo ist er? Ah ne, das ist Christine. Hier ist er. Daniel darf hier unten den Wasserreiniger reparieren. So. Game weiterlaufen lassen. Okay, hier kriegen wir noch weitere Informationen. Alles Regenwasser wird an der Oberfläche aufgefangen. Sauberes Wasser wird direkt in die Regentonnen geleitet und schmutziges in den Wasserreiniger. Der Wasserreiniger säubert das Schutzwasser langsam und leitet es dann automatisch in die Regentonnen weiter. Okay. Das ist auf jeden Fall gar nicht schlecht. So, Zisterne wird hier oben gerade repariert. Und Christine ist kalt. Okay. Gut, das haben wir erledigt. Pflanze Brokkolisamen. Oh, das ist auch neu. Es gibt jetzt Beete. Okay. Kannst du pflanzen? Samen pflanzen. Du kannst eigene Nahrung anbauen, indem du Samen in Pflanzenbehälter anpflanzt. Markiere einen gewünschten Samen und klicke ihn mit der linken Maustaste an, um ihn anzupflanzen. Achte vor den Pflanzen darauf, dass die Wachstumsbedingungen des Samens erfüllt sind. Okay. Wo sehe ich die Wachstumsbedingungen? Keine Saat gesät. Samen pflanzen. Diese Seite benutzt dieses Objekt bereits. Ich hätte das gerne abgebrochen. Ich habe jetzt nichts von den Informationen gesehen, aber wird schon passen. Brokkoli. Warum Brokkoli? Um Gottes Willen. Wieso nicht Steakbaum? Fülle Benzin in den Generator. Optional benutze den Schnellvorlauf. Ah, cool. Okay, Generator. Das können wir auch hier machen. Okay, wir haben Stromausfall. Das sieht man hier unten an den Lichtern. Kraftstoff hinzufügen. So, wir können jetzt hier tatsächlich mal Schnellvorlauf benutzen. Optional haben wir auch erfüllt. Ha. Stell das Objekt Mob und Eimer her. Okay, Crafting ist Daniel. Christine. Ich komme mit den Namen noch durcheinander. Pausiert. Ach, können wir während des Pausenmenüs? Können wir während des Pausenmenüs nichts herstellen? Ich hätte gern, dass du hier hinläufst. Ah, hä? Stelle das Objekt Mob und Eimer her. Muss selber nachgucken. Du kannst Objekte herstellen, die dir helfen, den Schutzraum im Laufen zu halten und die Bedürfnisse deiner Fraktionsmitglieder zu befriedigen. Wenn du deinen Gegenstand Mob und Eimer herstellst, kannst du den Schutzraum damit sauber halten. Das weiß ich. Mache einen Rechtsklick auf den Zeichentisch und wähle... Ah, das ist... Okay, das ist auch neu. Das hier hinten war nämlich immer die Werkbank. Da konnte man alles fertigen. Jetzt kann man hier den Zeichentisch Objekt herstellen. Zeichentisch. Der Zeichentisch ist dort, an dem du Objekte für einen Schutzraum herstellst. Objekte werden durch die Kombination verschiedener Materialien hergestellt. Du kannst höherstufige Anleitungen freischalten, indem du Fraktionsziele abschließt. Okay. Okay. Ein Mob und ein Eimer zum Aufräumen von Schutzraum herstellen. So, wir haben auch verschiedene Level. Dazu müssen wir allerdings das ganze Zeug upgraden. So, die Haltbarkeit der hergestellten Objekte wird von der Intelligenz des Herstellers bestimmt. Achte also darauf, wen du zum Herstellen auswählst. Fraktionsziele können die maximale Haltbarkeit ebenfalls steigern. Okay. Ja gut, wir haben die mit der höchsten Intelligenz genommen. Und wir können jetzt hier beispielsweise einen Eimer platzieren. Wir haben übrigens auch schon zweiten Stock. Diesmal mit Aufzug. Im ersten Teil gab es nur Leitern, mittlerweile gibt es einen Aufzug. Eigentlich ganz nett. Und dann bauen wir hier einmal einen Mob und einen Eimer. Was ist hier eigentlich? Keine Ahnung, man weiß es nicht. So, sie fängt jetzt an, hier den Eimer zu bauen. Das war's. Ah, guck mal, hier übrigens gerade ein Kaninchen hier am Vorbeilaufen. Können wir später auch fangen. Es gibt auch Hirsche und so weiter. Ich habe vorhin schon mal einen Adler fliegen sehen. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwie hier ausrüsten können. Also gerade hier oben vielleicht irgendwas. Also wenn ich hier Zeug anpflanze, ich glaube, das wird halt geklaut von Menschen, die hier vorbeikommen. Schalte die Rauminformation ein, schalte die Rauminformation aus. Rauminformationen. Verwalten. Ah, okay. Sauberkeit 99%, Licht 31%, 2,8 Grad. Um Gottes Willen, das ist so arschkalt. Und hier unten haben wir 4,5 Grad. Je weiter wir runtergehen, desto wärmer wird's. Verwalten. Ah. Zum Raum zuweisen. Oh, cool. Okay, wir können den Charakteren verschiedene Stockwerke zuweisen, wie es aussieht. Das ist natürlich ganz cool. Also das macht das Management natürlich um einiges cooler.
So, säubere den Schutzraum. Komm, wir sind Anführer, wir sind uns für nichts zu schade. Schutzraum reinigen. Benutze den Schnellvorlauf. Schnellvorlauf. So, damit können wir aufräumen. Allerdings war schon recht aufgeräumt. Stelle etwas Zement her. Okay, Zement her. Na, ich muss mal nochmal die Schnelltaste. Es gibt Schnelltasten für alles. Ich glaube, ja, Leertaste ist zwischen Fortlaufen und Pausieren beispielsweise. So, untätig. So, hier haben wir die Werkbank. Objekt fertigen. Ich weiß, dass das Tutorial übrigens ein bisschen im Weg rumhängt, aber wir kriegen das hin. Die Werkbank ist der Ort, an dem du Gegenstände und Ausrüstung herstellst. Hergestellte Gegenstände werden für andere Handwerksanleitungen wie Objekte und Ausrüstung verwendet. Du kannst höherstufige Anleitungen freischalten, indem du Fraktionsziele abschließt. Die Werkbank kann auch verwendet werden, um Gegenstände und Ausrüstung in Grundmaterialien zu zerlegen. Okay, wir sollen einen Zementsack herstellen. Wir brauchen Materialien dafür, das sind mir unten Sand und Kalk. Und dann können wir Zementsack einmal herstellen. Wir sollen einen herstellen. So, bestätigen. Fortlaufen lassen. So, sie wird jetzt das Ganze herstellen. Das haben wir erledigt. Recycle ein Rohr. Gegenstand recyceln. Das Recycle-Menü besteht aus drei verschiedenen Bereichen. Ein Inventar, der recycelbaren Gegenstände, einer Reihe von Gegenständen, die recycelt werden sollen, und einer Ausgabereihe. Naja, selbsterklärend. So, wir haben jetzt hier ein Rohr. Das Zeug sollen wir recyceln und wir kriegen daraus Metallspäne. Recyceln. So, das wird einen Moment wahrscheinlich wieder dauern. Genau. So, baue einen Erdraum. Haben wir hier eigentlich schon, aber wir können natürlich nochmal einen bauen. Das wäre jetzt eher was für ihn hier. Das heißt, wie bauen wir den Erdraum? Ah ja, Zeichentisch, Objekt herstellen. Hier haben wir Erdraum. Also man sieht schon, wir haben verschiedene Dinge, die wir herstellen können. Beete, Fässer, alles. Das ist alles tatsächlich auch, da ist neues Zeug dabei. Aber Fallen und so weiter gab es früher auch schon. Genauso Bücherregale. Und ja, wir können jetzt hier einen neuen Raum erstellen. Seitlich nicht, aber hier können wir einen hinbauen. Und jetzt wird dann hier der neue Raum gegraben. Kann ich mittlerweile sagen, dass er mithelfen soll? Zu viele Charakter benutzen. Okay, kann immer nur noch einer machen. Schade. Wäre cool, wenn man beschleunigen könnte. Wenn ich jetzt sage, okay, komm, hilf ihm doch mal. Geht leider nicht. So, das heißt, wir lassen das Ganze einmal durchlaufen. Also ihr merkt schon, gerade jetzt am Anfang wirklich viel, viel erstmal noch ein bisschen zu lernen und so weiter und das Tutorial ein bisschen zu spielen. Ist allerdings tatsächlich ganz sinnvoll. Es gibt ein paar Neuerungen auf jeden Fall, die ich auch nicht kenne. Vor allem das mit den Fraktionen und so weiter. Das gab es im ersten Teil halt wirklich gar nicht. Aber wir werden uns da durchboxen und dann ja, werden wir auch alleine spielen. Öffne das Fraktionszielmenü. Da haben wir es doch schon. Hier die Fahne. Zombie Army. Ziele. Fraktionszielmenü. Im Menü Fraktionsziele kannst du den Fortschritt der Ziele überwachen, die deine Fraktion erreichen kann. Jedes Ziel ist einzigartig und hat bestimmte Anforderungen, um neue Fähigkeiten für deine Fraktion freizuschalten. Ziele mit mehreren Sternen haben mehr als ein Level zum Freischalten. Okay. So, wir können Baumeister Grundkenntnisse. Kann Anleitung Stufe 2 vom Zeichentisch aus herstellen. Ah, okay. Stelle ein Bett, eine Toilette, eine Dusche, einen Ofen und einen Raum her. Ach, das, okay, das sind die Anforderungen, die brauchen wir. Gegenstände Stufe 1 hergestellt, 1 von 25. Okay, das sind praktisch auch, das sind Fraktionsherausforderungen, die wir auch automatisch eigentlich lösen, tatsächlich. Baumeister-Experte hat die neue Ordnung ausgelöscht oder sich mit ihr verbündet. Hat Fragezeichen ausgelöscht oder sich mit ihnen verbündet. Okay. Ah, mit anderen Fraktionen, Chemie und so weiter und so fort. Okay. Und wir können da verschiedene Punkte erreichen. Seht das dann für alle Charaktere? Wahrscheinlich. Also für die ganze Fraktion wäre logisch. So, stelle eine Expeditionsgruppe zusammen. Jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt kommt bitte. Expedition planen. Gruppenauswahl. Im Menü zum Erstellen von Expeditionen kannst du Expeditionsgruppen erstellen, um die Welt zu erkunden. Auf der ersten Seite kannst du auswählen, welche Fraktionsmitglieder Teil der Gruppe sein sollen. Wende die Pfeile auf beiden Seiten des Mitgliederavatars, um zwischen den Mitgliedern zu wechseln. Durch das Anklicken des Okay, das ist klar. Wir nehmen hier Peter. Heilen. Gift extrahieren. Versucht einen vergifteten Charakter zu heilen, hat eine 15% Chance für Erfolg. Okay. Fähigkeiten. Angriff. Giftschlag. Ein Angriff mit einer versteckten Giftwaffe, wo er seit 100% Basisschaden. Luftröhre zerquetschen. Streuschuss. What? Okay, krass. Und wir haben, na, 140 Gesundheit, so wie es aussieht. Versorgung, Verstärkung, passiv,
Körperbau hat eine Chance. Taktiker. Schnelles Lernen. Schnelle Heilung. Okay, interessant. Beschwerden. Nichts mit körperlich, mental. Also wir haben tatsächlich, wenn Leute sterben, kriegen wir mentale Probleme. Bedürfnisse sind soweit alles okay. Er hat ein bisschen Hunger noch. Ich glaube, je weiter der Strich ist, desto schlechter ist es. Hoffe ich zumindest. Sonst haben wir ein Problem. Stimmung ist nicht ganz so Bombe. So, Stärken. Fahrzeuge. Fahrzeuge wäre cool gewesen. Du kannst in der Außenwelt Ressourcen sammeln, indem du deine Mitglieder auf Expeditionen schickst. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Funkgerät und wähle Expeditionsplan. Sobald du eine Gruppe... Genau, dann schicken wir doch mal zwei los, und zwar Inia und Inia. Bekanntschaft mit Peter plus 5% Bonus-EP. Cool. Und dann schicken wir doch beide mal los. Sagen jetzt hier auf Weiter. Ausrüstungsauswahl. Auf der zweiten Seite kannst du auswählen, welche Ausrüstung du mitnehmen möchtest. Du kannst den Charakter, den du ausrüsten willst, ändern, indem du seinen Avatar auswählst. Klicke mit der rechten Maustaste. Okay. So weiter ein kurzer... Was interessant wäre, wie es mit Verstrahlung und so weiter aussieht. So, wir haben hier Antibiotika, was wir mitnehmen könnten. Antidepressivum. Okay. Ein Medikament, das Übelkeit lindert. Okay, brauchen wir alles nicht. Damit konnte man früher, mit dem Holzbrett konnte man tatsächlich Schaden machen. Im Besitz, Handelswert, Gewicht. Ein hartes und robustes Mal, das von Bäumen gesammelt wurde. Herstellungsmaterial. Haben wir irgendwas Waffenähnliches? Gegengift? Einen Stein. Ein fester Felsbrocken. Geht das als... Ah ne, als Waffe geht nicht. Schade, oder? Also wir haben tatsächlich keine... Wir haben keine... Ein Rohr geht auch nicht als Waffe. Aber ein Schlagring geht doch als... Ah, ein Schlagring geht als Waffe. Wir haben Waffen. Sehr schön. Ein Schlagring. Was ist das hier? Eine Schiene für gebrochene Beine. Tierfett. Ist das Klopapier? Ne, Verband. Klopapier ist unglaublich wichtig. Sand. Könnt ihr mal mit Sand verprügeln. Nylon. Wir haben immer einen Schlagring. Den kriegt tatsächlich auch Peter. Also wir können ja auswählen, wer was kriegt. Wir haben sonst leider keine Waffe. Früher war es möglich, dass beispielsweise ein Rohr ausgerüstet wird als Waffe. Ist sinnvoll. Genauso wie ein Holzbrett. Macht schon irgendwie Sinn. Statt mit einer blanken Faust zuzuschlagen, mit einem Eisenrohr zuzuschlagen, macht Sinn. Tatsächlich. Keine Filter. Nahrung. Allgemein Medizin. Kein Filter. Gewicht, Name, Qualität, Handelswert. Durchsuchen. Keine Filter. Okay. Wir haben Maximalgewicht von 135, was wir transportieren können. Und wir haben hier 5, 5, 2, 4. Gut. Weiter. Nahrung werden wir nicht mitnehmen müssen, das wird alles soweit passen. Auf der letzten Seite kannst du eine Route mit Wegpunkten festlegen, der deiner Gruppe nach ihrem Aufbruch folgen soll. Klicke mit der linken Maustaste auf ein beliebiges Hexagonfeld, um eine Route zu diesem Punkt zu zeichnen. Wenn sie auf einem Feld einen Ort befindet, wird automatisch ein Durchsuchungsbefehl Lupensymbol hinzugefügt. Klick erneut mit der linken Maustaste, um den Fehl zu entfernen. Wenn du mit der rechten Maustaste auf ein Feld klickst, wird eine Liste der verfügbaren Optionen für dieses Feld angezeigt. Zeichne eine Route zurück zum Schutzraum, um deine Gruppe nach Hause zu bringen. Okay. Das ist der Schutzraum und das hier ist ein Wüstenebene, kontrolliert von Zombie Army. Also das ist unser Gebiet hier. Wohnwagen. Reisedauer 0,8 Stunden. Begegnungschance 15%. Zuletzt besucht nie. Ort von SRS, Wohnwagen. Okay, das heißt, wir können jetzt hier sagen, ich möchte zum Wohnwagen oder wie oder was? Das heißt, ich will hier hin und dahin. Du kannst die meisten Orte durchsuchen, um Gegenstände zu finden, die dir beim Überleben nützlich sind. Dies ist die beste Methode, die nötigen Ressourcen zu finden, um im Schutzraum Objekte zu bauen. Die meisten Gegenstände, die du beim Durchsuchen von Orten findest, sind von niedriger Qualität. Warum? Okay, und dann... Gehst du hier lang? Achso, wir müssen das jetzt aufdecken, oder wie, oder was? Einmal außen rum, oder was? Wir gehen einmal außen rum. Und wieder in den Schutzraum. Macht das Sinn? Reiserationen, Schutzraum 38, Reiserationen zugewiesen 2. Automatisch. Reisedauer 9 Stunden. Hours. So viel zur deutschen Übersetzung. Die Gruppe bereitet sich auf die Abreise vor. Okay. Standort-Tracker. Aufgaben 0, Ereignisse 0, Quests 0. Route ist gefährlich.
Territorien anzeigen. Alle Wegpunkte löschen. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich will nur hier hin? Also es ist alles gefährlich, so wie es aussieht. Ich will einmal, wir gehen einmal aus rum. Ich will mal gucken, ob ich dann weiter aufdecke. Okay, gefährlich oder nicht? Weiter. Okay. Gut. Für die erste Folge war es das leider an der Stelle schon. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir dann uns die Expedition anschauen können. Öffnen das, das Glossar, werden wir auch nachgucken. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Gerne gefällt mir da lassen, gerne kommentieren, gerne abonnieren. Dann werdet ihr nämlich keine weitere Folge mehr verpassen hier auf dem Kanal. Und ja, wir werden uns ein bisschen mit dem Spiel noch beschäftigen müssen, so wie es aussieht. Und ich bin mal sehr gespannt, was noch alles kommt. Vor allem die Expedition sah jetzt eigentlich schon mal vielversprechend aus wie im ersten Teil. Gerne übrigens mal im ersten Teil vorbeigucken. Ich werde es in dem Video auf jeden Fall verlinkt haben, das Ganze. Einfach mal oben rechts in die Ecke klicken und dann findet ihr auch den ersten Teil. Lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens auch, das Spiel ist ein absoluter Schnapper. Wenn das im Sale ist, kostet das nicht mal einen Euro, der erste Teil. Da lohnt sich das Zuschlagen definitiv. Sehr, sehr cooles Game. Sehr empfehlenswert. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut.